Und damit herzlich willkommen an diesem Mittwoch, den 12.04. zu einer, ja, ich möchte mal sagen, Kurzausgabe von Tools Around the World. Und in dieser Ausgabe gibt es Neuigkeiten von kleinen Tools, von Knipex und von Ryobi. Und auch der Bandschleifer von Dewalt wird heute noch einmal Thema sein. Hallo und herzlich willkommen zu Tools Around the World. Tools Around the World, presented by MW Tools. Den Anfang machen heute bei uns die Werkzeugneuigkeiten von den Bells & Boxes, darunter unter anderem Knipex, Ryobi und Kleintools. Aber auch etwas KI, aber seht selbst. Das Team von Dusty Robotics und Kitchell arbeitet derzeit unter Hochdruck daran, ein VIM-Modell so bald wie möglich an den Start und damit auch an die Baustellen zu bringen, um die Produktivität zu erhöhen. Der Field Printer hilft dabei, Bau- und Konstruktionsflächen zu vermessen und zu kartieren. Der Roboter berücksichtigt bei den Zeichnungen Aussparungen und entsprechende Kennzeichnungen für Wände, Laibungen und Türöffnungen. Dabei soll der fleißige Helfer nur eine Abweichung von 1,5 mm haben. Markierungsarbeiten soll er beschleunigen und gleichermaßen auch die Fehlerquoten bei der händischen Markierung reduzieren. Zumindest dann, wenn er einer sogenannten vorgefertigten CAD-Datei folgt. So können während der computergenerierten Markierungsarbeit parallel andere Vorarbeiten durchgeführt werden. Wer sich für noch mehr Details zum Markierungsroboter interessiert, der sollte die Website dustyrobotics.com ansurfen. Die Wuppertaler Zangenspezialisten von Knipex haben in ihrem brandneuen Produktionsvorstellungsvideo einige Neuheiten zu verkünden. Unter den Neuheiten befindet sich ein modularer X18 Werkzeugrucksack. Und dieser ist prall gefüllt mit einigen cleveren Verstauungsmöglichkeiten. Er besteht aus recyceltem Polyester mit einer verstärkten Bodenplatte, ein gepolstertes Rückteil und vielen Riemen zur Befestigung aller Handwerkzeuge und Zubehöre. Außerdem gibt es auch seitliche Taschen und Fächer. So haben empfindlichere Dinge im Rucksack wie etwa Mess- und Prüfgeräte oder Laptops mehr Sicherheit. Das Hauptfach bietet noch mehr Platz für Größeres und darüber hinaus auch noch frei organisierbare Riemen. Am Ende kommt man auf 37 Verstaufächer bei Knipex neuem Rucksack. Fast schon so viele, wenn man mich fragt, wenn da nicht die große Suche losgeht. Wem das aber genügt, der kann ab Mai einen dieser Knipex-Rucksäcke erstehen. Bequemer dank Rollen wird es mit diesem Robus 26 Move. Und wer mit dem Robus 45 Move vertraut ist, der wird in diesem Modell den kleinen Bruder herauserkennen. Kleiner soll hier aber nicht heißen, dass man mit ihm nicht ebenso gut sein alltägliches Werkzeug geordnet verstauen und transportieren kann. Er besteht aus stoßresistentem Polypropylen und ist damit sogar staub-, wasserfest und robust gegenüber Extremtemperaturen. Knipex wäre nicht Knipex, wenn es nicht auch neu überarbeitete Zangen geben würde. In Zukunft wird es nämlich im Hause Knipex eine Spitzkombizange mit 185 mm Länge geben. Diese universale Zange ist der ideale Alltagsbegleiter für viele Anwendungen, darunter Installations- und Reparaturarbeiten. Und nach vielfacher Anfrage von Übersee gibt es nun auch eine metrische Variante der Wire Stripper. Erhältlich wird diese ab Juni sein. Ryobi wappnet sich für die Gartensaison mit diesem neuen 18 Volt OnePlus HP Brushless Rasenkantenschneider. Leistungsvoll soll er sein dank High Performance Technology. Er hat eine 20,3 cm lange Stahlklinge, die sich bei diesem Modell 60 mal schneller rotiert. Und übrigens auch länger, denn der Kantenschneider in Verbindung mit dem OnePlus HP Akkus bietet um bis zu 2x längere Laufzeit. Geschwindigkeit und Tiefeneinstellungen können ganz einfach justiert werden. Für $239 als Solo-Variante oder $260 als Set kann der Kantenschneider ab Mai gekauft werden. Es geht grün weiter mit einigen neuen Verstauungsmöglichkeiten und Organisern von Ryobis Link System. Wie beispielsweise der 43 cm Werkzeugrucksack, eine 43 cm Werkzeugtasche, eine 43 cm Kühltasche, ein Schrank, eine Wandmontierung, ein 53 cm Regal und ein Gitterregal. Alles noch in diesem Frühjahr erhältlich. Und eine 40 Volt HP Brushless 50 cm Kettensäge. Damit sollen Sägeschnitte von 91 cm möglich sein. HP Technology heißt auch bei diesem Werkzeug mehr Laufleistung, nämlich 3,5 mal mehr. Ebenfalls mit am Start ist ein mechanischer Kettenspanner, Metal Bucking Spikes, ein Soft Grip und ein automatisch justierbarer Selbstöhler. Im Set mit einem 8 Ampere-Stunden HP Akku wird die Säge $479 kosten oder wer schon Ryobi Akkus besitzt, als Solo-Werkzeug $379. Klein fügt ihren Inspektionswerkzeugen nun auch eine wiederaufladbare Wärmebildkamera mit Wi-Fi hinzu. Dargestellt werden die Bilder in über 49.000 Pixel, um kalte und heiße Zonen bestmöglich darstellen zu können. Die Wi-Fi-Funktion ermöglicht ein Speichern, Verwalten und Teilen der Aufnahmen. Optional kann ein Alarm für Hoch- und Niedrigtemperaturen in einer Range von minus 15,5 Grad bis 400 Grad Celsius eingestellt werden. $500 soll die Wärmebildkamera von Klein kosten. Ja, und in der letzten Woche haben wir euch den XR Bumblebee Akkubandschleifer von Dewalt vorgestellt. Wie gut der auch in der Praxis performen wird, das wird uns das folgende Video von Toolman präsentieren. Und ähnlich wie wir hat Toolman den Bandschleifer zunächst einmal ausgepackt und sich mit dem Inhalt der T-Stack-Box beschäftigt. Man bekommt für sein Geld neben dem Bandschleifer auch ein P80 Schleifpapier, einen Winkeladapter für den Staubstutzen und einen Staubbeutel im schicken Dewalt-Design. Mithilfe des Quick-Release-Bügels versetzt er das Schleifband etwas. Der Vorteil dabei ist, dass der Bandschleifer beim Einschalten das überstehende Schleifband gleichmäßig zentriert. Wenn es anschließend noch etwas Feinschliff braucht, dann kann über den seitlichen Drehregler feinjustiert werden. Dewalt wirkt bei ihrem Bandschleifer, genau wie auch schon Milwaukee zuvor, mit einer verbesserten Staubabsammlung.
Das möchte Toolman gleich dreierlei testen. Einmal ohne angeschlossener Staubsammlung, einmal mit dem mitgelieferten Staubbeutel und mit einem angeschlossenen externen Staubsystem. Mal sehen, wie hier die Unterschiede ausfallen werden. 30 Sekunden wurde mit dem Staubauswurf in Richtung Tischplatte geschliffen. Und für 80er Schleifpapier war nach dieser kurzen Zeit das Holz glatt geschliffen. Holzstaub war überall zu finden und auch in einer ordentlichen Menge. Hier empfiehlt es sich also schon, gerade bei längeren Schleifarbeiten mit einem Staubsammlungssystem zu arbeiten. Welches dafür idealerweise in Frage kommt, werden uns hoffentlich die nächsten beiden Schleifprozesse zeigen. Zunächst also erstmal mit dem Staubbeutel. Auf der schwarzen Arbeitsplatte seiner Werkbank konnte er mit dem Staubsack keinen umliegenden Holzfeinstaub sehen. Der Staubsack scheint also viel vom entstehenden Staub aufzunehmen. Gesammelt sieht das hier auch definitiv nach weniger aus als beim vorherigen Schliff. Er selbst ist zufrieden mit der zuverlässigen Arbeit des Staubbeutels. Auch hatte er während des Schleifens nicht das Gefühl, unangenehme Luft mit Holzstaub einzuatmen. Zu guter Letzt noch angeschlossen an seinem Dewalt Staubsystem. Einmal eingeschaltet und mit dem jeweiligen Werkzeug verbunden, schaltet sich die Staubabsaugung dann ein, wenn auch das Werkzeug eingeschaltet wird. So auch praktischerweise beim Bandschleifer. Das kann insbesondere dann von Vorteil sein, wenn man mehrere Werkzeuge mit der Staubabsaugung nutzt. Auch hier war nach 30 Sekunden Schleifen kein großflächig umliegender Holzstaub zu erkennen. Lediglich unter der Holzkante war etwas Holzstaub zu sehen. Und auch in der Luft konnte er während des Schleifens keinen Holzstaub ausmachen, was wirklich gut zum Wohle der eigenen Gesundheit ist. Eine interessante Frage dürfte auch sein, wie es sich mit der Akkulaufzeit verhält. Das vorherige Schleifen hatte er mit einem voll aufgeladenen 1,5 Amperestunden Powerstack-Akku gemacht. Und nun war der Akkustand mit nur noch einem Akkubalken verbleibend. Ein Werkzeug, welches erwartungsgemäß viel Leistung zieht und auch der Akku hat sich in dieser kurzen Zeit beachtlich erwärmt. Vielleicht macht es auch hier Sinn, einen größeren Akku oder sogar Flexvolt-Akkus zu verwenden. Dewalt gibt ja selbst eine Laufleistung mit einem 5 Amperestunden XR-Akku von 12,5 Minuten an. Und auch Toolman plant in Zukunft den Bandschleifer eher mit einem 5 Amperestunden Powerstack zu nutzen. Das Gewicht ist bei diesem Akkubandschleifer mit 4,1 Kilogramm zu spüren, jedoch ist dieses ähnlich zum kabelgebundenen Bandschleifer von Dewalt. Der Einschalter kann voll durchgedrückt auch für den Dauerbetrieb arretiert werden. Auf dem Finger balanciert wirkt der große Bandschleifer insgesamt gut ausbalanciert. Nur auf der linken Seite dort, wo der Werkzeugmotor verbaut ist, merkt man eine kleine Übergewichtung. Und sind wir mal ehrlich, Bandschleifer sind ohnehin Werkzeuge, die nicht dafür bekannt sind, unglaublich kompakt zu sein. Dieser hier ist aber in sich gut verbaut, robust und wirkt auch so, als könnte er sich in der nächsten Zeit zuverlässig auf den Bandschleifer verlassen können. Ich habe ja nicht so viel versprochen, als ich gesagt habe, eine kurze Sendung in dieser Woche. Nächste Woche wird es wieder ein bisschen länger werden. Bleibt uns bis dahin treu. Mach's gut. Ciao.